wunderschönen guten Morgen aus diesem wunderschönen Mahmudla. Es sollte heute regnen, aber es regnet doch nicht. Die Sonne scheint. Okay, ein paar Wolken, ist aber nicht so schlimm. Basarstände wurden aufgebaut. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, denn letzte Woche und davor die Woche, glaube ich, wo es so geregnet hat und ich hatte schon gedacht, wo ich Wetter geguckt habe, boah, nicht schon wieder Wochenende. Aber man siehe, man verlasse sich nicht ganz auf das Wetter in der App, sondern man schaue morgens raus, ne? Und es sieht schön aus. Jetzt mal zu der Gans. Also Freunde von uns, Marian und Roswitha, die haben gefragt, gibt es hier einen Bauernhof? Und hier wusste wirklich fast keiner, wo man so frische Gänse, Enten oder Hühner herbekommen kann. Ne? Viele wollen ja nicht aus den Geschäften kaufen. Und ich sagte, kann ja nicht möglich sein. Hatten anderen Freunden davon erzählt. Und die eine hat mir dann so einen Post geschickt. Ich glaube aus Facebook. Und wir sind gar nicht mehr in Facebook. Deswegen hatte ich es nicht gesehen. Katja, schau mal. Der hat bestimmt sowas. Alles klar. Beke ruft an. Nö, wir wissen nichts davon. Ja, Beke kann doch gar nicht angehen. Also haben die beiden Abenteurer mal ganz kurzfristig entschlossen, wir setzen uns ins Auto und machen uns auf die Suche nach Arsala. Also Arsala kennen sie ja, aber nach diesem Bauernhof. Ja, und die haben gesucht und sind gefahren und gefahren. Ich dachte schon, zwei Stunden, drei Stunden, so lange dauert das doch gar nicht. Dann sind die erst angekommen. Also der eine hat gesagt, den Weg. Der andere hat gesagt, hör mir doch zu, den Weg. Und dann haben die aber Gott sei Dank jemanden gefunden, wo denen den ganzen Weg erklärt hat. Sind dann anschließend da angekommen. Ein riesen Kangal kam angelaufen, aber voll lieb, muss ich sagen. Also ich war nicht mit, die beiden Männer waren ja auf Abenteuerreise. Wir beiden Frauen sind zu Hause geblieben und wir haben gesagt, das tun wir uns nicht an. Keiner weiß wie, keiner weiß wo. Nee, nee, das machen wir nicht. Wir machen es uns schön gemütlich zu Hause. Fahrt ihr mal, ne? Ich hänge euch jetzt hinten dran nochmal diesen Post und ein paar Videos. Biki hat ein paar horizontal aufgenommen, ein paar vertikal aufgenommen. Der riesen Kangal, der angelaufen kam, zu dem gehörten die kleinen Welpen. Und die war oh, so süß, so süß. Es ist nicht leicht zu finden. In der Community hatte ich schon ein Bild mit der Adresse oben und diesem Punkt. Na, ruft mal an, vielleicht ist der, weil der arbeitet irgendwie in der Poliklinik, den Mann, der Mann, wo dieser Bauernhof gehört. Bekir und Marian hatten jetzt nur den Mitarbeiter dort getroffen, haben sich eine Gans und ich glaube eine Ente, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ausgesucht. Und das richtig Tolle ist, die müssen da nicht nochmal hinfahren. Jetzt fragt ihr euch, hä, wie? Nein, der hat einen Stand hier in Mahmudla auf dem Dienstagsmarkt. Und es steht ja auch in dem Post, die liefern bis nach Alanya. Ich weiß nicht, ob der jetzt, weil er sagte, in Mahmudla habe ich auf dem Dienstagsmarkt einen Stand. Ja? Ich weiß nicht, ob der noch irgendwo in Kestel oder Tosmoor oder Alanya. Wenn ihr dort anruft, beziehungsweise hinfahrt, weil... Dann fragt ihn einfach. Ich will jetzt hier keinen Mist erzählen. Bin mir wirklich nicht sicher. Hundertprozentig weiß ich. Die Gans und die Ente, glaube ich, dass sie auch eine Ente ausgeweist ist, wird hier auf den Dienstagsmarkt geliefert. Die haben dann ein Datum gesagt. So und so sagt er, ja, kein Problem. Bis dahin. Die wird dann frisch gemacht. Ne? Ich weiß nicht, wie man sowas macht. Und dann dorthin geliefert. Die brauchen es dann dort nur abholen. Fand ich richtig toll. Ich hatte das mal schon kurz erwähnt und dann hatten mich mehrere gefragt, oh, das wäre toll oder ja, wir wollten auch mal eine frische Gans oder frische Ente zu Weihnachten, wollen keine gefrorene. Also für all die, hier gibt es frische Gänse. Ey, die Hühner, wie die da rum, der hat so viel Federvieh da rumlaufen. Guckt euch das mal hinten dran an und die Kangals.
Oh, so süß. Wie hat der Marian gesagt? Ihr seid kleine Flohhunde. Man hat schon gemerkt, die hatten viele Flöhe. Ja, wie die, nicht nur, weil die sich gekratzt haben, sondern ja, man weiß das einfach. Und ich fand das aber so süß, wie er in einem Video gesagt hat, ihr seid ja kleine, richtige Flohhunde. Ne? Dann sag ich, guter Ausdruck, wäre ich nie drauf gekommen. Also ganz in diesem Sinne, sucht ihr frische Gänse, sucht ihr frische Enten, sucht ihr frische Hühner. Vielleicht könnt ihr auch was klar machen, dass ihr zum Beispiel sagt, ja, wir möchten jeden Dienstagsmarkt ein frisches Huhn, wir kommen das dann und dann abholen. Kann man alles mit dem bereden. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Meine Nase juckt heute, ne? Ich hoffe, ich konnte euch helfen damit. Ja, bis denn. Ich genieße jetzt den Tag. Heute ist Samstagsbazar. Ich denke mal, da schicke ich Beki hin. Obwohl es heute nicht regnet. Ich habe noch andere Sachen zu tun. Ich bin auch beschäftigt, ne? Also viele denken immer, ich sitze nur auf dem Balkon. Aber ich habe doch schon Sachen zu tun. Ich habe keine Putzfrau, die mir hier alles putzt. Wohl wäre eine Überlegung wert. Ne, das Geld gebe ich lieber selber aus. Bis denn. Ciao, ciao. Eure Katze. Wir haben gerade gefunden. Hier. Und jetzt mehr ist rundherum ist nichts. Ist auch einfach zu finden, Atatürkstraße Nummer 7. Und nee, das ist das hier. Und wir warten jetzt Mitarbeiter, dass er runterkommt. Hey, guck mal. Hä? Hm? Es ist immer. Nehmen wir Gepäck was. Und dann guckt ihr das. Hä? Hm? Finde, ja. Ja. Ihr habt alle Flöhe. Ihr seid Flohhunde. Flohhunde. Maşallah, 3, 6. 6 tane mi? Evet, biraz önce bizi karşıladı. Ben hemen kaçtım. Ya. Hier müssen die Enten, ne? Da hinten, ja. Ja. Und sind die was? Ja, Enten. Hä? Sen ne yapıyorsun? Hä? Şeker. Çık. Was denn? Wo ist deine Mama?